habe die Margitta und den Helmut Kleber im Rahmen der Agendagruppen Stadtverschönerung kennengelernt. Die beiden sind ja unterdrücklich, sind eigentlich immer zusammen aufgetreten und haben sich von Anfang an für die Sparte Müll und Mülltrennung entgegen eingesetzt. Ich habe die Projekte über viele Jahre von Herrn und Frau Kleber begleitet. Das erste größere Projekt, das die beide hatten, war natürlich der Dreck weg Donnerstag in Gingen. Und da haben wir sie im Rahmen unserer Möglichkeit vom Kreisabfallwirtschaftsbetrieb auch immer unterstützt mit Spende, Westen, Zangen, die wir ihnen bereitgestellt haben. Und so hat sich doch dann eine Zusammenarbeit und Freundschaft über viele Jahre ergeben. Wie schön könnte es sein, wenn der da nicht wäre. Drum heben wir ihn auf, dann sieht's gleich schön. Wir haben gesagt, wenn schon Stadtverschönerung, kann man nicht sagen, außen oben hui und unten pfui. Da haben wir uns daran gemacht, diesen Müll aufzulesen jeden Donnerstagnachmittag mit fleißigen Mithelfern. Ohne die ging es auch nicht. Sonst wären wir zwei alleine gewesen. Sie hat eigentlich immer versucht, die Generationen auch zu verbinden und hat auch die Jüngsten dafür sensibel gemacht und auch die Ältesten. Wir wurden eingeladen von der VKU, also Verband Kommunaler Unternehmen. Und da hatte ich das ganz große Glück, ich durfte mein Kindergartenprojekt präsentieren, Happy Dregen, Mülldrache im Anflug. Und dann hatten wir auch Fernsehbegleitung, dass wir also auch begleitet wurden vom SWR. Frau Kleber kam 2017 oder 2018 in unsere Einrichtung, in die Memminger Wanne im Kindergarten und hat das Projekt Happy Dragon den Kindern nahegelegt. Und so haben wir die Frau Kleber kennengelernt. Und der Mülldrache, der schaut sich um und guckt also nach unten und wundert sich, oh Gott, was liegt denn da? Oh, Engelchen, helft mir doch. Der Happy Dragon sitzt immer noch bei uns im Kindergarten und die Kinder spielen den immer noch im Freispiel. Und genauso auch, wenn wir zum Müll sammeln gehen, wir haben ja dieses Jahresprojekt auch immer noch mit der Stadtputzete. Und da ist Happy einfach immer dabei. Gut, letztendlich waren es ja, sagen wir mal, drei große Projekte, die die Familie Kleber hatte. Das war der Dreck weg Donnerstag, dann war es der kleine Flugdrache für die Kindergarten. Und zum Schluss haben sie sich auch einem wichtigen Thema gewidmet, dass die Zigarettenkippen nicht achtlos rumgeschmissen werden, weil davon ja sehr viele Schadstoffe in die Umwelt gehen, die für uns alle schädlich sind. Und alles war mit dem gleichen Engagement und mit der gleichen Liebe fürs Detail. Die Ehrung verdient haben sie auf jeden Fall durch ihr unheimliches Engagement, diese Leidenschaft, die sie, wie gesagt, an den Tag gelegt haben, beide als Einzelkämpfer, das wirklich so unheimlich weit getrieben haben, auch bei einem wichtigen Thema, weil Müll ist ja heutzutage auch in aller Munde, hört man ja immer mehr. Und das mit einem persönlichen Engagement und persönlichen Einsatz vorbildlich im Endeffekt hier in Gingen umgesetzt und betrieben, sodass sie diese Ehrung definitiv auf jeden Fall verdient haben, muss man ganz klar sagen.